Hallo zusammen, Silver hier und herzlich willkommen zu meinem Video Halbzeitrückblick. Halbzeit deswegen, weil vor ziemlich genau 6 Monaten das Jahr des Kraken in Hearthstone eröffnet wurde. Wir haben also jetzt ein halbes Jahr rum und wenn Blizzard das Jahr auch tatsächlich ein Jahr lang macht, dann haben wir jetzt die Hälfte erreicht und das nehme ich zum Anlass, mal auf die letzten 6 Monate zurückzublicken und zu schauen, was in diesem halben Jahr so in Hearthstone passiert ist, gerade im Hinblick dessen, was Blizzard sich mit diesen Änderungen denn erhofft hat. Die Änderungen, die da vor einem halben Jahr gekommen sind, waren mit Sicherheit einige der einschneidendsten, die Hearthstone in seiner gesamten Laufzeit bisher erlebt hat. Der Wechsel auf das getrennte Wild- und Standardformat mit dem Herausfallen von einigen Kartensets aus dem Standardmodus, plus die damit verbundenen Nerfs an Karten des Basis- und Classic-Sets waren eine Menge an Änderungen, die man bis dahin in Hearthstone schlichtweg noch nie hatte, zumindest nicht seit Ende der Beta-Phase. Kommen wir noch einmal kurz darauf, was Blizzard sich eigentlich mit diesen Änderungen erhofft hat. Sie haben festgestellt, dass je mehr Kartensets sie veröffentlicht haben, desto größer die Macht der einzelnen Karten selbst auf niedrigen Mana-Bereichen war. Im Englischen wird das Ganze mit dem Begriff Power Creep bezeichnet und das war etwas, das ihnen ein Dorn im Auge war, denn es hat es für sie schwer gemacht, in der Zukunft weitere Kartensets herauszubringen, ohne dass die Karten irgendwann einen absolut lächerlichen Level an Macht erhalten. Da mussten sie gegensteuern und haben sich deswegen dazu entschlossen, das Standard- und Wildformat in dieser getrennten Form umzusetzen, etwas, das es in vielen anderen Kartenspielen auch gibt, wo in dem eher kompetitiven Modus die Karten auf einen gewissen Zeitraum begrenzt sind und dann automatisch aus diesem Modus herausfallen, wenn sie zu alt werden. Genau das hat Blizzard ja mit dem Standardmodus auch eingeführt, in der Hoffnung, damit einige der Karten, die sie in den frühen Sets umgesetzt haben, nämlich Naxxramas und Goblins gegen Gnome, wieder aus dem Modus Standard herauszubekommen, weil sie gemerkt haben, dass die einfach zu stark sind und diesem Modus auf Dauer nicht gut tun. Damit diese Karten trotzdem weiterhin spielbar bleiben, gibt es dann den Modus Wild, wo sie weiterhin nutzbar sind, aber wo halt nicht so sehr der Fokus im Sinne des kompetitiven Wettstreits drauf liegt. Im Zuge dessen wurden natürlich auch jede Menge Karten aus dem Classic- und Basiskartenset genervt, denn diese beiden Sets bleiben ja immer im Standardmodus bestehen. Das war ebenfalls nötig, denn auch da waren einige Karten alles andere als optimal im Hinblick darauf, was passiert, wenn man diese Karten mit Karten aus neuen Kartensets ergänzen will. Insofern gab es da auch den bis dato größten Nerf an Karten, die man im Standardmodus hatte. Was hat Blizzard sich neben dem Vermeiden von Power Creep noch davon erhofft? Nun, was ihnen ebenfalls ein bisschen ein Dorn im Auge war, ist das Aggressivitätslevel, das in der Meta aktuell vorherrscht. Aggressive Decks beherrschen die Meta seit einiger Zeit relativ klar. Die etwas langsameren Control- oder auch Combo-Decks waren zunehmend auf dem Rückzug, einfach weil sie gegen die aggressiven Decks kaum eine Chance hatten. Das heißt, ein zweiter Aspekt war, dass Blizzard gerne die Aggressivität der Decks in der Meta ein bisschen in den Griff kriegen wollte und deswegen einige der aggressivsten Karten geändert hat, um die etwas weniger attraktiv zu machen, damit entsprechende Decks in der Meta ein bisschen rausfallen. Das haben sie auch konsequenterweise fortgeführt. Vor ein paar Wochen gab es ja mit Patch 6.1.3 einen weiteren großen Nerf und auch da waren die aggressiven Karten eines der Hauptziele und wurden ja zumindest mal relativ ordentlich zusammengestaucht, neben ein paar anderen Änderungen. Das waren die hauptsächlichen Änderungen der letzten 6 Monate. Zeit also ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen. Einem anderen Video, das irgendwann in den nächsten Tagen erscheinen wird, werde ich dann in die entgegengesetzte Richtung schauen und gucken, was uns in den nächsten 6 Monaten vermutlich, ich meine, ich bin auch kein Hellseher und arbeite nicht bei Blizzard, insofern kann ich nur raten, was uns also vermutlich in dieser Zeit erwarten wird. Dazu, wie gesagt, im eigenen Video mehr. Also jetzt ein kurzes Fazit der Entwicklung der letzten 6 Monate. Blizzard hatte 2 Hauptziele, das habe ich ja eben erwähnt, einmal Power Creep in den Griff kriegen und einmal die Meta etwas weniger aggressiv machen und das Fazit fällt an der Stelle leider nicht so hundertprozentig positiv aus, denn beide Ziele sind noch nicht wirklich erreicht.
Beim ersten Ziel, der Reduzierung von Power Creep, ist man auf einem guten Weg. Naxxramas und Goblins gegen Gnome sind rausgefallen. Das waren ziemlich die overpoweredsten Sets, die Blizzard bisher rausgebracht hat. Die nachfolgenden waren schon deutlich zurückhaltender. Wenn man jetzt mal vom Schwarzfels absieht, der ist auch noch relativ stark. Aber die fallen ja dann mit der nächsten Runde aus dem Standardmodus raus. Und dann dürfte das Ganze in puncto Power Creep auf einem doch recht akzeptablen Level sein. Bei den letzten Kartensets, die sie rausgebracht haben, also Karasan und auch das Flüstern der alten Götter, waren sie auf einem etwas ausgeglicheneren Level, was so die Macht der einzelnen Karten angeht. Das heißt, wenn jetzt die letzten von den älteren Sets noch rausfallen, dürfte das tatsächlich auf einem guten Weg sein. Bei dem Versuch, die Meta weniger aggressiv zu bekommen, da sind sie eindeutig noch weit von ihrem Ziel entfernt. Wir haben es zwar mit dem letzten Patch geschafft, einige der aggressivsten Decks, insbesondere den Aggro-Schamanen, in seine Schranken zu verweisen. Der ist ein bis zwei Tiers, je nachdem wie man fragt, abgerutscht in der Deckstatistik. Allerdings ist die Meta nach wie vor nicht da, wo sie sein sollte. Es ist immer noch so, dass aggressivere Decks deutlich zu gut sind. Gerade kontrolllastige Decks können frühestens auf dem zweiten Tier in den meisten Statistiken gefunden werden. Insbesondere haben sie allerdings mit dem letzten Patch es geschafft, dass die Meta momentan von einem einzigen Deck dominiert wird, nämlich dem Midrange-Schaman, während alle anderen Decks nach allen gängigen Statistiken erst auf dem zweiten Tier kommen. Das ist natürlich für die Meta alles andere als gut, wenn ein einziges Deck so dominant ist. Da müssen sie definitiv schauen, dass sie das mit den nächsten Erweiterungen ein bisschen entzerren, denn ansonsten leidet die Vielfalt einfach extrem und das ist für die Rangliste, für den Spielspaß und für die Zukunft von Hearthstone alles andere als gut. Von daher kann man hier sagen, Ziel noch nicht erreicht, aber immerhin auf einem guten Weg. Die Nerfs zeigen, dass ihnen das Problem bewusst ist, dass sie auch Maßnahmen ergreifen wollen und können, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Allerdings, nachdem etwas 2 Jahre lang so gewachsen ist, ist natürlich auch relativ unwahrscheinlich, dass man es mal ebenso in den Griff bekommt mit 2 Hauruck-Aktionen. Das braucht eine gewisse Zeit. Ich denke mal, das wird in Kombination mit dem Wechsel im Standardmodus in der nächsten Zeit besser werden. Und es könnte ja auch sein, dass der ein oder andere Nerf noch kommt. Da bleibt abzuwarten. Man kann also sagen, dass dieses letzte halbe Jahr die erste Frucht einer etwas längeren Lernphase war, die Blizzard jetzt nach dem Launch des Spiels hinter sich hat. Sie sind auf einem guten Weg, noch bei weitem nicht am Ziel, was alle Probleme angeht, die dieses Spiel momentan hat. Auch die Arena Balance ist ja noch eine andere Baustelle, die sie auch schon adressiert haben, wo sie angekündigt haben, dass sie an verschiedenen Wegen arbeiten, wie man auch da eventuell die Probleme in den Griff bekommen könnte. Man sieht also, es ist einiges in Vorbereitung und wie das jetzt in Zukunft weitergehen könnte, dazu wie gesagt im nächsten Video mehr. So viel zu meinem Rückblick an dieser Stelle. Schreibt in die Kommentare, was eure Meinung ist. Ist Blizzard auf dem richtigen Weg? Was sind Baustellen, die Ihnen vielleicht noch nicht so bewusst sind, wo Sie noch mehr machen müssten? Ich freue mich auf eure Kommentare und sage an dieser Stelle dann nur noch Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!